Goldsmith à la Corcha war ein engagierter Mann. Arzt und Autor, Pädagoge, Kinderherzen er gewann. Trat für ihre Rechte ein, lehrte Große den Respekt. Hatte in den Kinderseelen viel Gerechtigkeit entdeckt. Zog in Warschau mit ins Ghetto, weil der Krieg sie dazu zwang. Gab dort Kindern ein Zuhause, zog zum Lager mit Gesang. Seine Arbeit, seine Treue sind uns Vorbild jederzeit. Seine Texte fordern stets auf, zur Vergebung sei bereit. Janusz Korczak heißt die Schule, in der wir zusammen sind. Vieles können wir von ihm lernen, achtet jedes Kind. Fehler einfach zuzugeben, nicht die Wahrheit zu verdrehen. Und der offene Blick für andere ist nicht immer nur bequem. Mut und Freundschaft kann man üben. Wir wollen ehren diesen Mann. Leben seinem Willen entsprechend, ob man es schon spüren kann. Janusz Korczak heißt die Schule, in der wir zusammen sind. Vieles können wir von ihm lernen, achtet jedes Kind. Niemals dürfen wir vergessen, dass der Krieg so grausam war und so viele Kinder litten. Frieden ist so wunderbar. Korczak lehrte Liebe, Achtung, schaffte Mut trotz leerem Bauch. Heute sind wir reich dagegen, dankbar sagen wir das auch. Janusz Korczak heißt die Schule, in der wir zusammen sind. Vieles können wir von ihm lernen, achtet jedes Kind. Janusz Korczak heißt die Schule, in der wir zusammen sind. Vieles können wir von ihm lernen, achtet jedes Kind. Unsere Schule trägt den Namen eines Mannes, der von 1878 bis 1942 gelebt hat. Henry Goldsmith hatte viele Berufe und war ein Mensch, der vor allem die Kinder schätzte. Als kleiner Junge durfte er nicht mit den schmutzigen, armen Kindern spielen. Und schon da entschloss er sich, einmal die Welt zu verändern. Janusz Korczak, so nannte er sich später, war viele Jahre der Leiter von zwei Kinderheimen. In diesen entwickelte er einen besonderen Umgang mit den Kindern. Sie hatten viel mehr Rechte als die Kinder sonst in der damaligen Zeit. Er begann mit ihnen, Demokratie zu leben. Daneben veröffentlichte er die erste Kinderzeitung und viele Bücher über Erziehung. Es ist Krieg. Der Zweite Weltkrieg brachte besonders für die jüdische Bevölkerung viel Leid. Janusz Korczak musste mit seinen jüdischen Heimkindern in ein Ghetto umziehen. Mit folgenden Liedern und kleinen Musikstücken möchten wir Sie auf eine Zeitreise mitnehmen. Herzlich willkommen im Haus Nasz Dom im Ghetto von Warschau 1942. Es ist Abend. Damals gab es in den Kinderheimen keine Fernseher und keine Computer. Und so genossen es die Kinder, wenn sie abends Geschichten erzählt bekamen und gemeinsam musizierten. Thank you.
Janusz Korczak wünschte allen Kindern eine gute Nacht und ging an seinen Schreibtisch, um am nächsten Buch zu arbeiten. Friedlich schliefen alle Kinder an diesem Abend ein. Doch schon nach kurzer Zeit träumte ein Kind schlecht. Mama, Papa! Oh, hast du mal wieder schlecht geträumt? Ja, es war so schrecklich. Und dann erzählte sie ihm, was sie bewegte. Jeden Abend, wenn's schon dunkel, fühle ich es wieder, bin so traurig ohne Eltern. Es war schön in unserem Garten, Blumen blühten überall. Und mein Opa, der schon alt war, spielte immer mit mir Ball. Ach, was lachten wir, ach, was schmusten wir. Schüsse fielen, Angst und Schrecken, wie kam ich an diesen Ort? Komm, mein Kind, nun schlafe ruhig, bist jetzt hier in Sicherheit. Mach dir keine Sorgen mehr, hüll dich in Geborgenheit. Ach, was lachten wir, ach, was schmusten wir. Ja, du hast ein Recht auf Liebe, komm, ich halt dich fest im Arm. Mach dir keine Sorgen mehr, gleich wird's dir ganz warm. Wieder schläft das Kind ein und träumt diesmal etwas ganz Verrücktes. Auf einer Wiese, saftig grün, da lächelt es mir zu. Ein kleines, weißes, hübsches Ding erobert mein Herz im Nu. Es ist nicht groß, doch wunderschön, wie es sich wiegt im Wind. Es steht auch hier nicht ganz allein, viel Freunde bei ihm sind. Gott hat sich das gut ausgedacht, es ist so zart und fein. Wo hat es nur den Namen her, dies Gänseblümelein? Gott hat sich das gut ausgedacht, es ist so zart und fein. Wo hat es nur den Namen her?
ihren weiteren Träumen sah sie Kinder Ball spielen. Erst ganz friedlich. Aber dann fingen sie an, sich um den Ball zu streiten. Und es kam schließlich zu einem Handgemenge, bis ein Kind weinend davonlief. Zum Glück tat es den Streithähnen aber nach kurzer Zeit schon leid. Und so versöhnten sie sich wieder. Sie stellten fest, dass jeder halt ganz verschieden ist und man lernen muss, den anderen so zu akzeptieren, wie er ist, wenn alles friedlich verlaufen soll. Ist es morgen geworden und alle sind fröhlich aufgewacht. Morgengymnastik gehörte unbedingt dazu. Und natürlich hatte jedes Kind Aufgaben im Haushalt zu erfüllen. Schauen Sie mal, was es da alles zu tun gab. Thank you.
Morgenkreis hörte Janosch jedem Kind gut zu. Es wurden Sorgen und Probleme angesprochen. Aber ab und zu fand auch eine Gerichtsverhandlung statt. In der waren aber die Kinder, die Kläger und die Richter. Schauen wir mal zwei Szenen live zu. Hiermit erkläre ich die Sitzung für eröffnet. Verhandelt wird zuerst der Fall Frau Priemke und Samuel. Frau Priemke wird angeklagt, Samuel auf die Finger geschlagen zu haben. Frau Priemke, erzählen Sie uns, was passiert ist. Ich habe mit den Kindern Kuchen gebacken und musste Samuel mehrmals ermahnen, nicht den Teig zu futtern. Naja, und irgendwann ist mir dann die Hand ausgerutscht und dann habe ich ihn ganz leicht auf die Finger geklopft. Samuel, erzähle uns deine Version. Das war doch nur, weil ich feststellen wollte, dass kein Salz mit drin war. Ich habe mich geopfert. Ich habe vorgekostet. Aber das stimmt nicht. Es hätte doch gar kein Salz in den Teig gelangen können. Es stand gar kein Salz auf dem Backtisch. Du konntest einfach nicht abwarten, bis ich die Schüssel zum Auslecken freigegeben habe. Stimmt's? Naja, wenn ich ehrlich sein soll, dann haben sie wohl recht. Und es tut mir auch echt leid. Oh, Samuel, Lügen haben kurze Beine. Natürlich hätte dich Frau Priemke nicht schlagen dürfen. Ja, Samuel, das tut mir auch unendlich leid. Entschuldige bitte. Schon gut, es hat auch gar nicht wehgetan. Das nächste Mal warte ich, bis die Schüssel zum Auslecken freigegeben ist. Ehrenwort. Somit ist der erste Fall für heute geklärt. Und ich erinnere nochmal daran, dass körperliche Gewalt bei uns unter schwerer Strafe steht. Natürlich Lügen auch, deswegen verurteile ich euch zum gemeinsamen Backen von zwei weiteren Kuchen für uns alle. Kommen wir nun zum zweiten Fall, Emilia gegen Lehrerin Litzko. Emilia, erläutere deine Anklage. Ich habe die Matheaufgabe einfach nicht lösen können und Frau Litzko wollte es mir nicht nochmal erklären. Ich glaube, sie mag mich nicht. Dann hat sie mich in den Klassenraum eingesperrt. Dort sollte ich die Aufgabe rechnen, während alle anderen Kinder schon zum Spielen durften. Ich habe geweint und dann hat sie mich rausgelassen und gesagt, dass ich zu dumm wäre. Oh, Frau Litzko, was sagen Sie zu den schweren Vorwürfen? Verteidigen Sie sich. Ja, ich gebe zu, dass mein Geduldsfaden etwas dünn geworden ist, aber ich frage mich, wie oft ich es dann noch erklären soll, bis es alle verstanden haben. Dann müssen Sie dringend an der Dicke Ihres Geduldsfadens arbeiten, denn eine Lehrerin hat die Pflicht, immer neue Ideen auszuprobieren. Und wenn es zu schwer ist, braucht es bestimmt noch ein paar Schritte, bis es zu den richtigen Matheaufgaben kommt. Sehen Sie das ein? Da hast du wohl recht. Da muss ich wohl noch mal eine Spur zurückfahren und etwas leichtere Aufgaben stellen, damit dann auch die schweren logisch werden. Und kein Kind wird eingesperrt, denn das ist für das Kind im Herzen ganz schlimm und es kann hierbei gar nicht lernen. Ja, verstanden. Das habe ich auch selber erlebt. Das hat nichts gebracht, außer Tränen und dass Emilia am Ende noch denkt, dass ich sie nicht leiden kann. Das stimmt nicht. Gut, dass Sie einsichtig sind. Hiermit verurteile ich Sie dazu, Emilia ein Eis zu spendieren und jedem Kind die Chance zu geben, wenn es etwas nicht versteht, dies auch sagen zu können. Ich werde professioneller, versprochen, und ich spendiere der ganzen Klasse ein Eis. Aber Emilia bekommt ein extra großes. Janosch sagte, jedes Kind hat das Recht, so zu sein, wie es ist. Und alle Kinder sind so nötig auf dieser Welt. Von uns lernen, verändert euren Sinn.
die Wunder, sehen das schöne Himmelszelt. Wir können immer staunen, genießen kleines Glück, vergeben auch viel schneller und Freundschaft kehrt zurück. Der Schaden, wenn eines fehlt. Wir lieben echt und ehrlich, empfinden Freude und Leid. Drum seid behutsam alle, mit Kindern eher Zeit. Drum seid behutsam alle, mit Kindern eher Zeit. Der Name unserer Schule erinnert uns daran, welche Ziele Kotschak verfolgte und wie er sie bis zum Ende lebte. Denn von ihrem Heim aus wurden sie im Sommer 1942 ins Vernichtungslager Treblinka gebracht. Und er und seine Mitarbeiterinnen ließen die Kinder auch im Sterben nicht allein. Traurigkeit bringen Kriege. Zu welchen Taten werden Menschen fähig? Wie kann man diese Welt verändern, reformieren? Kotschak sagte, die Welt reformieren heißt die Erziehung reformieren. Das heißt, wenn Kinder Liebe und Achtung erfahren, werden sie zu Menschen, die lieben und achten können. Das wirkt sich im Familienleben und darüber hinaus in der Gesellschaft aus. Hören wir auf einige seiner wichtigsten Worte. Werden nicht erst zu Menschen, sie sind es schon. Jedes Kind hat das Recht, so zu sein, wie es ist. Die Grundrechte eines Kindes, Liebe und Achtung. Kinder sind doch nötig auf der Welt und gerade so, wie sie sind. Achte das Geheimnis des Kindes. Jedes Kind hat das Recht auf gleichberechtigte Mitsprache und Mitbestimmung. Jedes Kind hat das Recht auf den heutigen Tag, denn es hat genug zu tun, die jetzigen Probleme zu bewältigen. Thank you.
Ja, alle Kinder haben das Recht, so zu sein, wie sie sind. Und mit Respekt und Achtung kann unser Leben echt gelingen.